Oh mein Gott, Leute, ihr glaubt gar nicht, was passiert ist. Meine Ex-Freundin hat sich zu Wort gemeldet und das haben viele von euch schon mitbekommen. Viele haben mir Kommentare geschrieben bei meinem Instagram, wo ihr mir auf jeden Fall mal folgen müsst. Herr Simon Desue, folgt mir. Und überall DMs und alles, SMS, Haustelefon, haben mir Leute Bescheid gesagt. Ey, deine Ex-Freundin erzählt Müll über dich. Deine Ex-Freundin hatet dir, bla bla bla. Und ich habe das Video selber noch nicht gesehen. Aber ich muss mal drauf reagieren einfach, wo meine Ex-Freundin ein bisschen Scheiß erzählt. Und das Lustige ist, sie hat das erzählt in einem Video von Fresh Torge. Die kennt ihr wahrscheinlich, ein super, super klasse YouTuber. Okay, das kam gerade sarkastisch rüber. Aber ich feiere den wirklich. Cooler Typ, Grüße geht raus an Fresh Torge. Ich weiß nicht, wieso er meine Ex-Freundin reingepackt hat. Das war jetzt nicht so das Schlauste, was er hätte machen können. Aber wir reagieren da gleich mal drauf. Video könnt ihr auch unten abchecken. Checkt nochmal Fresh Torge aus. Ich werde mal einfach jetzt drauf reagieren. Ich werde mal einfach drauf starten. Aber bevor wir das Video ganz zu beginnen, erstmal einen dicken Daumen hoch, Leute, schaffen wir 3 Likes bei diesem Video. Bitte schaffen wir 3 Likes. Ey, schaffen wir 3 Likes. Nee, schaffen wir 3 Likes, bin ich mal gespannt. Und keine Zeit verlieren, direkt straight in das Video rein und auf geht's. Tschüss, oh, mein Kopfhörer sind todeslaut, Digga. Okay. Okay. Entertain me. Hallo Hauke, schön, dass du da bist. Moin Hauke. Läuft. Letzte Woche war ja schon cool. Ich bin wieder gespannt auf das neue Video. Ja. Super. Vera, schön, dass du da bist. Oh. Ja, ich freue mich auch. Oh, snap. Oh, oh. Leute, falls ihr es nicht checkt, das ist meine Ex-Freundin. Oh, oh Gott. Vera. Sie ist noch richtig knackig, wie ich sie damals kennengelernt habe. Oh, ihr Stil ist immer noch on point, die kleine Vera. Vera, ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ich habe noch nicht gehört, was du über mich gesagt hast. Aber alle meinten, du hast mich gedisst. Vera, falls du das siehst, vielleicht sollten wir ein bisschen drüber sprechen. So, du musst ja eigentlich nicht schlecht mit erzählen. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Alles gut, hast du was? Und du siehst aus, wie als ich kennengelernt habe. Hast du? Steht auf dem Fußboden. Sehr gut. Damit es nicht stört im Bild. Das zweite Video aus dem Monat Juli, was ihr bewerten sollt, ist von Simon Desue. Kennst du den? Oh, den kenne ich. Der ist voll unangenehm, wenn ich meinen eigenen Namen höre. Guck mal, wie sie es schon guckt, ne? Das Video, auf das sie bewerten soll, ist Simon Desue. Also, sie reagieren auf ein Video von mir, ja? Guck mal, ihr zum Beispiel, die Reaktion. Juli, was ihr bewerten sollt, ist von Simon Desue. Kennst du den? Den kenne ich. Ja, kenn mich, Digga, weißt du? Schön. Und wie findest du den so? Fame, nein, Quatsch. Oh, hey! Und danke, du, Hauke, danke, du ganz nett. Oh, den kenne ich. Ja, den echt? Du? Den kenne ich sogar persönlich. Ja? Ja? Cool. Und wie ist der so? Ja, ja. Geht so. Ich erinnere mich Simon nicht an ihn, aber hey. Vera, wie heißt du? Ach komm, Simon Vera. Desue. Nee. Deine Freundin. Bruder, Vera, tu mal nicht so, als ob du mich nicht kennst, Vera. Guck mal, Vera, mach jetzt so auf den. Ja, ich habe noch nie von gehört. Ach komm, wir hatten so schöne Zeit zusammen, Vera, ne? Mach mal nicht auf den. Wie heißt du? Simon Desue. Nee. Deine Freundin ist heiß. Ja. Genießer. Danke. Finde ich auch. Und was mit mir? Das Video, was ihr bewerten sollt, heißt Bettnässer. Was glaubst du passiert oh darin? Gott. Sein Coming Out oder? Simon macht. Okay, Momentchen mal. Ich kann es erklären. Bettnässer war jetzt wahrscheinlich nicht das beliebteste Video aller Zeiten, aber es war Ironie und Sarkasmus. Das war extra schlecht gemacht, also extra auf den gemacht. Aber ey, Leute haben es nicht verstanden. Egal, lass mich alle in Ruhe. Pranks oder Challenges mit deiner Freundin. Lass mich alle in Ruhe, Alter. Tut das so, als hätte er ins Bett gepinkelt? Nicht ganz. Ist ein Musikvideo. Oh, Musikvideos mag ich. Perfekt. Dann setz doch mal eure Kopfhörer auf und dann viel Spaß. Oh, richtig, mit richtig unangenehm gerade. Ich kotz gleich, Digga. Yeah! Okay, ich muss mich mal. Klingt vielversprechend an, auf jeden Fall. Ja, klingt vielversprechend, aber komm. Wen soll ich kennen? Vera? Ach, Vera, komm mal. Schon cool, oder? Digga, so unangenehm. Ich kotze gleich, Digga. Ach, ich kann nicht so hören, Digga. Toll. Was sagt sie? Toll? Und ich stand auf um 10. Der Wecker war um 8 und ich stand auf um 10? Ja, Bruder. Was ist das denn für ein Deutsch? Der Wecker war um 8 und ich stand auch um 10. Keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Scheiße, Ding, unangenehm, oder unangenehm. Nee. Es ist nicht mal lippensynchron. Ich weiß. Du hast dich noch nicht mal die Mühe gegeben, den Text auswendig zu lernen. Es ist noch nicht mal lippensynchron. Bruder, ich hatte keine Zeit. Ich dachte, auf entspannt mache ich einen Song, Digga. Drop ein Video auf mal den so. Wo soll ich wissen, dass alle auf einmal so ernst nehmen, Digga? Lass mich alle in Ruhe. Wer denkt sich solche Texte aus? Das ist kein Denkvermögen mehr. What? Kein Denkvermögen mehr? Vera? Ist das dein Ernst, Vera? Boah, Alter. Sag mal, soll ich mal die privaten Videos von uns rausführen hier, Vera?
Schokobrunnen. Wie kommt man auf die Idee, so einen Song zu machen? Das frage ich mich gerade. Okay, warte, man muss kurz verstehen. In dem Song geht es darum, dass ich mir in die Hosen pisse. Ganz simpel. Das heißt, rein theoretisch kann man es schon gar nicht mehr ernst nehmen. Also man kann es auch schon gar nicht ernst nehmen, wenn man den Song, so diesen Titel hört. Aber Leute haben es irgendwie nicht verstanden. Deswegen muss man halt leider auch mal der Kritik entgegenstehen. Also, das ist gut gemacht, das ist unterhaltsam, aber ich frage mich, wie man auf die Idee kommt, ein Lied darüber zu machen, dass man Bettnässer ist. Wer macht sowas und stellt sich... Ach, Vera. Singt über sich, ja? Oder? Keine Ahnung. Na gut. Ich kotze gleich, Digga. Das ist so schlecht. Ich weiß. Das ist so schlecht. Ich weiß, Digga. Oh, Ridikon. Also da kommt kein tieferer Sinn mehr in den Text und Song, nehme ich an. Guck mal, der Song handelt darum, dass ich mir in die Hosen pisse und dass ich mir reingeschissen hab. Was soll denn da für ein tieferer Text kommen, Abidjan? Ey, Bruder, komm, hör mal auf. Ja, du musst die Windel umtun, ne? Sie auch bald, ha? Ach, lustig mit deinem Sprachfehler. Naja, zurück zum Thema. Hey, lass mich in Ruhe, Torge. Ich hab ein bisschen Kriegst du? Ich hab ein bisschen Sprachfehler, Sprachprobleme. Was soll ich machen, ey? Ich bin nach Deutschland gekommen, da war ich 12. Ja gut, vielleicht nicht wirklich, aber ich... Okay, ich kann nicht richtig reden, lass mich in Ruhe. Was macht er da? Weiß ich nicht. Ich bin nämlich voll geschockt. Was macht er da? Bruder, das ist Breakdance. Komm, siehst du nicht, wie krass ich Breakdance kommt hier? Bruder, hier Breakdance. Bruder, das ist mein Style. Viel besser. Kann ja nicht. Abonnieren, 3,6 Millionen. 4 Millionen, nee, 4 ne? Millionen. Kann nicht angehen. Was, Vera? Was sind das für Menschen, die sich so einen Quatsch anhören? Die Leute halt gerade das Video gucken. Über 4 Millionen schon glücklicherweise. Nee, das Video war jetzt echt nicht der Wahnsinn, aber ich hatte Spaß dabei. Und darum geht's. Aber Leute haben. Ich glaube, Leute haben echt gedacht, dass ich das zu ernst meine. Aber hey. Hui. Hauptsache das abonnieren. Das Video ist vorbei. Gott sei Dank. Und Vera? Vera, was sagst du? Jetzt bin ich mal gespannt, was Vera dazu sagt. Das ist ja sowas von grauslich. Für mich. Für dich, Vera. Für mich ist es graulich. Ich weiß nicht, wer sich das anhört. Glaubst du, er hat das eher als Witz gemeint und absichtlich schlecht gemacht? Ja, natürlich hat er das als Witz gemeint. Also wenn er das gemeint hat, dann... Findest du denn wenigstens, er hat sich gut bewegt oder so? Nein. Was? Der hat doch voll toll getanzt, oder nicht, Vera? Er konnte weder das eine noch gut noch das andere. Ich mag ihn. Er lächelt immer hübsch. Ich fand ihn nicht sympathisch. In seiner ganzen Art nicht. Wow, danke schön. Bruder, Vera, was hab ich dir getan? Okay, vielleicht ist unsere Beziehung auseinandergegangen in einer schlechten Art und Weise. Nicht sympathisch, in seiner ganzen Art nicht. Ja, Entschuldigung, Alter. Töte mich doch direkt, Mann. Ja, sorry, ey. Kann lustig sein und so, aber das ist es nicht. Fandst du es denn musikalisch einigermaßen okay? Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, das hat er auch zu keinem Zeitpunkt ernsthaft da versucht. Dann nützt auch seine Turnübungen nichts mehr oder so ein Breakdancer, den er da machen will. Vera. Mit einer nassen Hose kannst du so eine Sachen auch nicht machen, oder wenn er sich vollgeschissen hat, kommt er mal raus, ne? Wöchentlicher Durchfall, den er von sich gibt und jetzt mal in einem netten Musikvideo. Darf man das so sagen? Ja. Gut, dann kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Greift mal zu den Punkten und erzählt uns... Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kriegen wir, glaube ich, Punkte. Das werden viele nicht verstehen, was ich jetzt machen werde. Ich glaube im Allgemeinen, dass viele nicht verstehen, was du machst, Torge. Ja, das ist für mich tatsächlich relativ klar. Letzte Woche ist Jonas mit 25 Punkten in Führung gegangen. Ah, es geht so ein Punkt auf dem Gedöns hier. Die Punkte bitte. Punkte ja, her jetzt also hier, Punkte her. Ich habe schon witzigere von Simon gesehen. Das war. Ja, wenigstens hat er gesehen. Wahrscheinlich für die Fans ein nettes Musikvideo. Für mich ja, ist es. Ja, da kann man nicht meckern, oder? Ach, sehr gut, okay. Weil es lustig gemacht war, auch wie er da tanzt und so theatralisch. Und theatralisch. Aus dem Grund, wie schon 3000 Mal gesagt, dass ich mich permanent frage, warum er das gemacht hat. Das frage ich mich auch immer. Video 7 Punkte für die 7 Punkte, Digga! Es geht! Es geht! Sie geht locker an 0 oder so. Vera, was machst du? Vera, nimm mich auseinander. Ein Punkt? Wer ist denn dieser Jonas? Wieso hat der 25? Ja, okay. Es war halt zwar lustig, aber so dumm lustig. Also man musste so okay, Hani und Nani hier beiden. Deswegen, ja genau, deswegen geben wir 4 Punkte. 4. Komm, nicht meckern. Das Video war grottenschlecht. Komm, Torge. Und ja. Genau deswegen hat es mich irgendwie unterhalten. Komm, gib mir ein bisschen. Und darum geht es ja in dem Format. Ich glaube an dich, Torge. Ich glaube an dich. Und es hat mich wirklich unterhalten. Deswegen bekommt er tatsächlich 7 Punkte von mir.
Jetzt wird es 7 spannend. Punkte, es geht. Die Zuschauer sind das Zündlein an der Waage. Oh, Leute, Zuschauer haben auch noch Punkte gegeben. Da bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer gegeben haben. Bin ich höher als Jonas? Als 2 Punkte gegeben haben, ist Simon die neue Nummer 1. Okay. Wenn die Zuschauer mir mehr als 2 Punkte gegeben haben, bin ich die Nummer 1. Okay, so mit dem geilsten Song aller Zeiten. Komm bitte. Es geht! Das ist nicht geskriptet, das ist der Swag. Und wie viele Leute sich das angucken? Ja. Besser haben sich über 300.000 Leute angeguckt. 300.000, ne? Heute wahrscheinlich so ein bisschen mehr 301.000. Wo sind wir eigentlich geblieben? Ja, willkommen 2018, Vera. Hast du YouTube Rewind gesehen? Das hat über 100 Millionen Views, der ist noch schlimmer gewesen. Nein, Leute, auf jeden Fall richtig nice. Finde ich auch fresh gemacht von Fresh Torge. Ey, finde ich cool. Die ganzen, ich weiß nicht, warum Vera mich so am Haten war, aber ansonsten würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Ey, schreibt mal in die Kommentare, wo ich noch drauf reagieren soll. Ach, Vera. Wenn du irgendwie nochmal Probleme hast mit mir und irgendwie darüber sprechen willst, dann lass es mich wissen, okay? Melde dich bei mir. Aber ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bald schon wieder, euer Sam Desu.